Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Evoland 2. Ja, hier sind wir. Nach einem spektakulären Ausbruch aus dem Gefängnis und einem sehr, sehr, sehr epischen Arena-Kampf sind wir jetzt hier mit einem neuen Kollegen, der uns den Weg nach draußen zeigt. Da wären wir. Wir sollten es im Keller schaffen. Geht mir aus dem Weg, Solid Snail. Bis bald. Ja, ich komme aber mit. Hey! Okay, ich kann nur nach links und rechts laufen, das ist auch nicht wirklich lang. Kiste. Gefunden, Schwerkraft. Ziemlich gefährlich. Die Mächtigen werden fallen. Alles in Ordnung. Auch nichts gebrochen, wie ich hoffe. Wir befinden uns jetzt unter Genua, der Hauptstadt des Kaiserreichs. Von hier sollte uns die Flucht gelingen. Au! Oh! Entschuldigung! Ich hab mich doch entschuldigt, ja? Na schön, wenn ihr das so wollt, dann schlagt euch eben alleine durch. Die Schwerkraft hindert uns an der Flucht. Und ich fürchte, wir sitzen hier fest. Meinen Sohn nie wiedersehen zu dürfen, welch trauriges Ende. Hallo, Schmetter. Oh. Ui, guck mal an. Wir können jetzt hier so slashen. Geil. Na gut, ich komm nicht hoch. Ein Problem. Ach, ihr braucht mich wohl doch, was? Ja. Das dachte ich mir. Tja, mal sehen. Diese Mauer ist ziemlich hoch. Wie wär's, wenn wir es damit versuchen? Echt jetzt? Versucht es nur. Es ist ganz einfach. Oh, tatsächlich. Es war gar nicht so schwer. Jetzt seid ihr dran, Luca. Warum kann ich jetzt springen, aber eben nicht? Das macht keinen Sinn. Könnt ihr mir das vorhin verzeihen? Es war nur... Ich hatte Angst, dass ihr mich alleine lassen würdet. Wisst ihr, Luca? Ich glaube, wir haben uns in eine Zeit verirrt, in die wir nicht gehören. Ich bekomme langsam wirklich Angst. Glaubt ihr, wir werden jemals wieder nach Hause zurückkehren? Natürlich, Mädchen. Ach, wenn ich euren Optimismus nur teilen könnte. Vorerst haben wir keine andere Wahl. Wir müssen weitermachen. Euch gilt mein Dank. Mit eurer Hilfe werde ich meinen Sohn wiedersehen. Diese Felsbrocken, die uns den Weg abschneiden, scheinen schier unüberwindlich. Doch mit vereinten Kräften sollten wir es schaffen, sie zu zertrümmern. Konzentriert euch jetzt um mich zu rufen. John hat sich der Gruppe angeschlossen und ich habe so schnell gedrückt. Ja. Wir können jetzt mit der RB-Taste und LB-Taste die Leute auswählen. Ja, dann machen wir mal. Nice! Einfach nur nice. Nice ist auch, dass wir jetzt in einem Super Mario-Spiel-Abschnitt drinnen sind. Ich meine, guckt euch das an! Super Mario-Style! Yay! Also, ich muss hier echt schon sagen, ne? Diese Übergänge sind hammergeil. Die Ideen in diesem Spiel einfach nur episch. Ich meine, Leute, überlegt doch mal. Andere Spiele, die sind von Natur aus geil. Aber dieses Spiel kombiniert die geilen Elemente anderer Spiele und macht daraus richtig geiles Spiel. Also ein richtig geiles Spiel daraus. Ich meine, Leute, einfach mal ein RPG-Maker,
ein RPG-Spiel, wo auf einmal dann hier, Moment mal, überlege ich kurz, links oder rechts? Rechts ist rot, links ist blau. Ich geh mal, ja, blau ist immer gut, rot ist immer böse. Ja, wie gesagt, wir können tauchen, geil. Ja, aber, das wollte ich sagen, genau. Ich finde, die Kombination von Übergängen in diesem Spiel richtig geil. Ich meine, von einem herkömmlichen RPG-Spiel auf einmal zu einem Sneaking-Game zu wechseln und dann zack, direkt in einem Super Mario-Spiel zu wandern. Einfach mal so. Richtig, richtig geil gemacht. Super Übergänge. Das, ich find's geil. Ich find's einfach nur awesome. So, die Kiste komme ich so nicht. So, ach. Wir haben ja kaum noch die. Die geht ja schneller weg. Oh, geil. Level up. Level 7. Ah. Schnell, 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 schnell. Wuhu. Geiles Spiel. Geile Spielidee. Ich finde das so mega. Schneller, 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 schneller. Ja. Ah, geil. Lass mal speichern. So, du gehst selbst bestimmt zur Tour, oder? Das krieg ich hin. Bam! Ah, super geil, der neue Skill. Wow! Nächster Kollege. Yes! Ein neuer Stern! Geil! 5 von 30! Wir schnappen sie alle! Das läuft ja echt gut! Ich habe erst nur Angst, dass wir den rechten Weg vielleicht erst nicht mehr gehen können. Dass vielleicht das hier der richtige Weg ist und der andere der optionale. Aber mal schauen, eventuell drehe ich gleich nochmal um. Au. Meine Güte da. So, dies nehme ich mir aber mit. Danke. Wow. Nein. Ja, das erst links hole ich mir jetzt nicht. Das wäre ein bisschen nervig. Könnte ich vielleicht kriegen, aber pff, kein Bock. Ah, so geil ist dieser Jump-Sprünge. Also, ja. Das macht Sinn, der Text. Au. Also ich finde diese Stelle einfach geil. Richtig gut gemacht. Doch, jetzt mal oben. Weil ich glaube, da ist optional. Frage ist, wo ist überhaupt optional? Okay, ich glaube, hier geht es weiter. Wenn hier Speicherpunkt ist, dann muss es hier weitergehen. Dann gehe ich doch hier rein. Boah, ich liebe das Spiel im Moment hier. So gut. So einfach nur geil. Ich kann es nicht aufhören zu betonen. Yes! 9 Stern! Och, 36, es läuft! Schneller, schneller! Oh. Boah, ist das geil. Wäre nur Super Mario so richtig geil. Ja, Leute, ich bin kein Fan von Super Mario. Ich weiß. Aber das hier, das gefällt mir. Das ist richtig so Super Mario-like, was mir richtig, richtig zu sagen. Wow! Autsch, au! Okay. Au! Ah! Fuck! Ja, scheiß drauf. Schneller, schneller, schneller. Oh Gott, schneller! Oh, ich höre die ganze Zeit diese Ping, Ping, Ping.
Oh Gott, ich muss irgendwie... Ich brauche Luft. Ich habe nur noch einen HP. Scheiße. Tja, das war's. Ach, ja. Das ist eigentlich gar nicht mal unfair. Also echt, echt fair gemacht hier. Oh, fuck. Geil, Level Up! Yay, yay! 54 HP, geil! Ah, cool! Wie ist der Folgeheil dadurch? Geil! Oh, das ist knapp. Okay, schnell weiter. Oh, schnell, 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 schnell! Oh, komm, 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 komm! Oh! Puh! Das ist ein Krampf, ey! Schnell, 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 schnell! Ui! Das macht Fun! Echt so gut, die Stelle hier! Oh, danke für die Luft. Oh, einfach runter hier. Komm, schnell, 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 schnell. Oh, bevor ich halt keine Luft mehr kriege, mache ich das lieber so. Bams. Meins. Yes, gefunden! Den Schlüssel zur Kanalisation! Das Aroma einer Totenratte geht von ihm aus. Na, lecker! Was bist du denn? Guck mich nicht so an! Ach, guck mal an! Ach, wie geil, hier sind wir jetzt wieder! Ja, schön! Dann können wir die anderen hier auch noch machen! Geil! Aber einen Moment kurz, ich muss kurz einen Cut machen. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich hatte kurz einen Cut machen müssen. Ich habe kurz irgendwas machen müssen. Ja, nochmal. Gut, so, ja. Dann können wir uns kurz rechts umsehen. Dieser Tür ist verschlossen. Oh, ja, unschwer zu erkennen. Gut, das heißt, wir kriegen hier wohl dann den nächsten Schlüssel. Ja, schön. Okay, links von mir nicht hin. Nehme ich halt eben diesen Weg. Ach, tschüss! Ich mag Ratten, wie steht ihr dazu? Ich finde Ratten toll. Fledermäuse übrigens auch. Kommt halt her! Nein! Nein! Ich will den ganzen Loot haben! Oh, komm! Jeder Loot wandert da drinne! Und, so Erfahrung, gute Erfahrung. Auch hier, Glubschi wieder. Ah, aber die Erfahrung krieg ich. Bam! Ich liebe den neuen Skill. Und Kampfgefährten. Mist. Ach, egal. Ach, komm. Na ja, dann nimm so. Yes! Nimm ich mit! Yay! Geil! Wieder ein Level Up! Läuft ja schnell hier und gut! 58 High, Life! Ja, High vor allem! So, wie komme ich zur Kiste denn rechts? Nein! Hab doch nicht durch! Warum? Ist hier irgendwas? Na gut, dann halt nicht, dann komm weiter. Wie komme ich da rechts zur Kiste? Wahrscheinlich da über den rechten Weg dann, ne? Das war's mir wert.
Yes! Keine Ahnung, wie ich den jetzt kriegen soll. Sus mal. Ach komm, egal. Wow, wow! Oh. Autsch, autsch, autsch! Oh, nein! Oh, fuck. Fast geschafft, aber nur fast. Nein. Oh, nö. Verdammt. Na gut, wir haben ja eh direkt hier vorgespeichert, von daher. Oh, oh. Hoch, hoch. Hoch, oh mein Gott. Oh. Boah. Das ist ein Krampf, ey. Aber es war geil. Hat Spaß gemacht. So geile Spielelemente hier, kann ich echt nur betonen. So gut umgesetzt. Das sieht mal, kann man wieder sehen, es kommt echt nicht auf die Grafik an, dass ein Spiel gut wird. Das Spiel ist so gut und ich falle runter. Ja, geil. Nee, das Spiel ist so gut und die Grafik ist nun echt nicht die beste. Weißt du was? Level ich aber halt einfach mal kurz eine Runde hier. Warum denn nicht? Wenn man es kann. Man übernimmt ja die Erfahrungspunkte auch nach dem Tod. Das finde ich nämlich richtig, richtig geil hier. Weiß das nicht, ob das gewollt ist oder ob es eigentlich nur ein Bug ist. Aber ich nehme es gerne an. Ich nehme die Erfahrungspunkte an. Nein! Verdammt! So, jetzt lasse ich das. Nein! Verdammt! Oh, man muss richtig schnell sein. Aber echt, das Spiel ist so cool. Ich feiere das voll. Also, ich meine, die ganzen Übergänge, die Ideen hier... Tja, man merkt halt, dass es nicht auf die Grafik ankommt. Man braucht hier nicht hier FF15-Grafikstand, damit es hier richtig geil wird, das Spiel. Sondern man braucht halt einfach geile Ideen. Das einfach mal gut umsetzen und halt eine geile Story und dann ist das Spiel richtig super. Oh, das kann ich sehen, die Fledermaus. Ach, scheiß auf das Geld. Hab sowieso das Gefühl, weil wir immer noch nicht einkaufen konnten, dass das mit dem Geld eigentlich nur ein Fake ist. Dass wir nie irgendwie was kaufen können, weil oh, das war dumm. Weil mit dem ganzen Geld, ich habe echt das Gefühl, dass wir zwar Geld bekommen, aber dass wir halt das nie irgendwie ausgeben können, weil... Ha, 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 geil, geil, ha, Gedöstiger, bam! Orikon-Erz, ein äußerst seltenes Erz, aus dem mächtige Ausrüstung gefertigt werden kann, geil! Ich wollte zwar hier hin, aber ich wusste nicht wie und jetzt habe ich es trotzdem geschafft. Geil! Ja, nee, ich denke halt echt, dass man dass das Geld irgendwie nicht ausgeben kann, weil es keine Ausgabemöglichkeit gibt. Und ja. Punkt. Das ist halt wieder so eine Anspielung an irgendein Spiel ist. Ich komme gerade nicht auf welches. Aber ich bin mir sicher, es ist irgendwie eine Anspielung. So, ich hole mir erstmal die Kiste da, bevor ich weiter reise. Na, mal schauen, ob wir irgendwann mal was kaufen können. Und das der nächste Schlüssel mit einem Rattenaroma. Hm, lecker. So, und dann können wir doch mal hier den Weg fortsetzen. Und gleich wieder ein Level-Up kriegen. Geil. Kann ich mal... Yes. Bam, Digga, Level-Up. Boah, man levelt hier echt gut. Auch nur Angriff hoch. Kann ich beleben. Nee. Nein, wir es haben, verdammt. Oh, geht doch. Wow.
Wow, wow. Bleib halt her, du Knödel. Ne grüne Pampe. Pfui, ist die klebrig. Na lecker. Warte mal, können wir das so machen? Ja, aber es bringt leider nichts. Schade. Na gut, dann todesmutig weiter. Ja doch, ich muss sagen, der Wasserabschnitt hat mir erst mehr gefallen als dieser Abschnitt. Obwohl beide sehr, sehr toll waren. So, bevor ich die Tür öffne, speichere ich erstmal. Yay! So. Ah, guck mal an. Und tja, wie es hier weitergeht. Ach, noch eine Tür. Diese Tür ist verschlossen. Ja, gut. Wie wir den nächsten Schlüssel für diese Tür bekommen, sehen wir im nächsten Part. Bleibt dran. Tschüss.